Ja, ich denke mal, wir fangen so langsam an. Ja, einen wunderschönen guten Abend von mir. Mein Name ist Knut Vogt. Ich bin Länderbüroleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Schleswig-Holstein und Hamburg. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung heute Abend: Menschenrechte, Terror, Flüchtlinge, Deutschland und Afghanistan 2 Jahre nach der Machtübernahme der Taliban. 2021 hat die NATO Afghanistan endgültig verlassen und seitdem sieht es, glaube ich, vor Ort so schlimm aus wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Unterdrückung von Frauen, der Minderheiten, schwere Menschenrechtsverletzungen, Hunger, Armut, Terror. Und wir wollen uns heute Abend die Frage stellen, wie soll sich Deutschland und die EU eigentlich gegenüber der Taliban-Regierung verhalten? Wie geht es weiter mit dem Aufnahmeprogramm von gefährdeten Afghanen? Und wie geht man eigentlich mit der Unterstützung der afghanischen Zivilbevölkerung um? All das sind Fragen, die wir heute Abend diskutieren wollen. Wir haben heute Abend eine Veranstaltung in Kooperation mit der liberalen Vielfalt. Sami Musa ist mit dabei und wird heute Abend auch mit in der Diskussion sein. Und wir haben heute als Moderatorin Eva Kuhlmann dabei, die uns heute durch den Abend begleiten wird. Ich wünsche Ihnen eine spannende Diskussion und glaube, es ist ein sehr interessantes und schwieriges Thema, was wir auch in den kommenden Jahren weiterhin uns begleiten wird. Von daher bin ich gespannt auf die Antworten, die heute vielleicht gegeben werden oder die Fragen, die auch aufkommen. Eva. Ja, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Mein Name ist Eva Kuhlmann. Ich bin die Vorsitzende des Landesfachausschusses für Europa und Internationales der FDP Hamburg. Und ich habe die Ehre, diese Veranstaltung zu moderieren. Ich übergebe jedoch gleich an Sami Musa, den Vorsitzenden der liberalen Vielfalt, für ein kleines Grußwort, bevor die Podiumsdiskussion startet. Vielen, vielen Dank, liebe Eva. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst erstmal vielen Dank für die heutige Teilnahme. Es freut mich zu sehen, dass Sie sich hier dieses wichtige Thema interessieren. Es freut mich zu sehen, dass Ihnen das Schicksal Afghanistan und der Bevölkerung nicht egal ist. Deutschland und der Rest der Welt hat eine Verantwortung gegenüber den Menschen in Afghanistan. Für circa 20 Jahre haben diese uns unterstützt und ihr Leben riskiert. Das darf und wollen wir nicht vergessen. Als Vorsitzender der liberalen Vielfalt Hamburg bedanke ich mich ganz herzlich bei der Friedrich-Naumann-Stiftung und Eva Kuhlmann für die Organisation dieser Veranstaltung. Ich bedanke mich auch bei der heutigen Podium, bei dem heutigen Podium und deren Expertise und ich bin mir sicher, dass wir Eindrücke basierend auf Ihre Expertise gewinnen werden, die uns vielleicht nochmal eine ganz andere Sichtweise vermitteln werden. Innerhalb der liberalen Vielfalt haben wir viele Menschen mit Migrationshintergrund, die selbst oder deren Vorfahren Opfer von Unterdrückung und Verfolgung geworden sind. Da ist es für mich eine Herzensangelegenheit, dass über Unrecht berichtet wird, dass Unrecht nicht einfach sprachlos hingenommen wird. Ich danke Ihnen und freue mich auf eine spannende Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank. Darf Ihnen die Diskutanten des heutigen Abends vorstellen. Sarah Reza arbeitet als Brechmenscherin und beobachtet als Journalistin die Lage in Afghanistan. Sie lebt seit 2015 in Deutschland. Ulrich Lechte ist Mitglied des Bundestages und außenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Außerdem ist er Vorsitzender und Obmann des Unterausschusses Vereinte Nationen, internationale Organisationen und Globalisierung. Idris Abbasi ist Demokratieaktivist und engagiert sich politisch in einem Verein, der sich für Völkerverständigung und Aufklärung der afghanischen Gesellschaft und der Integration von Afghanistanis in Deutschland einsetzt. Den Begriff Afghanistanis wird er uns nachher erklären. Ich fange aber an mit Frau Reza. Sie sind selbst vor 8 Jahren aus Afghanistan geflohen und haben noch Kontakte dorthin. Wie gestaltet sich das Leben in Afghanistan derzeit, insbesondere für Frauen? Hallo zusammen, guten Abend wieder nochmal. Danke, dass ich heute Abend dabei sein darf und komme ich zu die Frage. Also, wie ich monatliche Kolumnen schreibe und bin ich total informiert, dass wie ist der Lage in Afghanistan momentan ist, habe ich meine Freunde, reise immer noch in Afghanistan, habe ich meine bekannte Familie und so weiter. Aber komme ich zu einer Zusammenfassung, dass wie es momentan der Lage in Afghanistan ist. Als erstens möchte ich heute was merken oder was noch dazu sagen, dass Zabiullah Mujahid hat auf seiner Twitter-Seite was geschrieben, dass Abdul Bari Umar ist in Deutschland angekommen und hat
irgendwelche Konferenz oder sowas gehabt. Entschuldigung, und dabei handelt es sich um einen hohen Taliban-Funktionär. Das ist, was schockiert ist. Aber komme ich wieder zu die Frage, dass Sie gefragt haben und zu der jetzigen Situation vor die Frauen, wie sie alle darüber aufmerksam sind oder wissen, dass die Mädchen über sechste Klasse dürfen nicht in der Schule besuchen oder die Schule besuchen. Außerdem es gibt immer noch den Festnahme von Frauenrechteaktivisten in Afghanistan. Es gibt Misshandlung oder Verhaftung von Journalistinnen, Militärpersonal oder Polizeikraft oder auch noch die Angestellte von die vorherige, von die, vorherige Regierung. Außerdem, was ich heute gelesen habe oder was ich letzten Monat auch noch gelesen habe oder geschrieben habe, ist, dass in Afghanistan, in Ghazni oder Herat sind die privaten Schulen geschlossen durch Taliban, weil irgendwelche Unsinne, Gründe, wie auch immer. Ja, also, wie gesagt, dass die Situation von alle Perspektiven oder von alle Engels sind total momentan schwierig. Es gibt so viele Selbstmorde in Afghanistan, Selbstmordefälle zwischen vor die junge, besonders zwischen junge Generationen. Ja, Einschränkungen in Medienbranche. Außerdem, vor die Frauen gibt es gar keine Freiheit, damit die arbeiten, besonders vor die Frauen, die die einzelne so Breadwinner in ihrer Familie sind. Ja, wie in den letzten Monaten das beschrieben ist, dass die Schönheitssalone, wo das die Frauen, das ist eine Hauptinkommen für die Frauen, die die einzelnen Breadwinners in ihrer Familie sind, die sind geschlossen und jetzt, ja, Situation von aller Perspektiven, Economy, Politik, Gesellschaft, Social, die sind alle so durcheinander. So mehr kann ich darüber nichts was sagen. Aber, Vielen. genau, holen wir auch von den anderen, wie. Genau. Genau, vielen Dank. Meine Frage schließt direkt daran an. Herr Basi, halten Sie Frauenrechte und Taliban-Herrschaft grundsätzlich für miteinander vereinbar? Im Sinne von, am Anfang hieß es ja, die Taliban hätten sich geändert und so weiter. Hielten Sie das grundsätzlich für möglich? Ja, hallo allerseits. Ich bedanke mich auch erstmal dafür, dass ich hier eingeladen wurde. Gut, wir wissen, was die Taliban sind. In den 20 Jahren nach Karzai und Ghani-Regierung wissen wir, dass die Taliban täglich mit Mordanschlägen, mit Selbstmordanschlägen, die Menschen terrorisiert haben, Tausende, Abertausende von unschuldigen Zivilisten umgebracht haben. Von Terroristen zu erwarten, dass sie allgemein Menschenrechte akzeptieren, respektieren, ist schon viel zu viel. Und in so einer Gesellschaft dann von Frauenrechten überhaupt reden zu können, beziehungsweise überhaupt diese Erwartung zu haben, dass Frauenrechte durch die Taliban realisierbar sein könnte, ist ein rieser Irrtum. Dass, solange es die Taliban gibt, werden es überhaupt keine Menschenrechte geben. Und da kann man Frauenrechte, also von Frauenrechten, da braucht man jetzt gar nicht zu reden. Weil wir wissen ganz genau, dass auch wenn wir von Frauenrechten reden, da braucht es mehr als einfach nur auf dem Papier, dass Frauen arbeiten dürfen und so weiter und so fort. Weil da müsste eine gewisse Wirtschaft geben, wo Frauen selbstständiger werden, wo Frauen unabhängiger werden von Familien, von ihren Männern, und, um überhaupt selbst für ihre Rechte einstehen zu können. Und solange das nicht der Fall ist, sehe ich es auch als einen Fehler, jetzt Afghanistan jetzt im Rahmen der Frauenrechte zu betrachten.
Vielen Dank. Herr Lechte, immer rigidere Bekleidungsvorschriften, Verwehrung des Zugangs zu Bildung und Arbeit. Die Vereinten Nationen sprechen ja auch schon von einer systematischen Auslöschung der Frauenrechte und von Gender Apartheid sogar. Im Koalitionsvertrag hat sich die Ampel ja einer feministischen Außenpolitik verschrieben. Warum findet diese in Afghanistan offenbar keine Anwendung? Muss ich Ihnen leider gleich widersprechen, Frau Kuhlmann, aber erstmal einen wunderschönen guten Abend und danke, dass ich auch heute Abend dabei sein darf. Und es macht mir immer Freude, vor allem mit Leuten zu diskutieren, die davon Ahnung haben und die vor Ort auch Familie haben und sich auskennen und wissen, was gerade passiert ist. Zunächst einmal ist das Märchen vom modernen Taliban, was verkündet wurde, auch vor dem Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan. Das ist definitiv gescheitert. Die Hoffnung, dass sich da in den letzten 20 Jahren was geändert hat, ist vorbei. Und das Schlimme für mich ist, dass ich weiß, dass über die 2 Jahrzehnte man im Endeffekt dazu führen konnte, dass wir in Afghanistan eine Generation von Menschen haben, die ganz genau wissen, was persönliche Freiheit bedeutet hat. Und die persönliche Freiheit ist jetzt von heute auf morgen vor allem für die Frauen genommen worden. Es gilt ein Vollverschleierungsgebot. Frauen dürfen seit kurzem auch nicht mehr in öffentlichen Parks sich aufhalten, werden also auch aus gewissen Bereichen des alltäglichen Lebens ausgeschlossen. Wie die Frau Reeser ja schon gesagt hat, gab es vor allem im Bereich von Schönheitssalons die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das ist auch erst kürzlich alles verboten worden. Das heißt, man drängt die Frauen raus. Auch das Verbot für Frauen an Sekundarschulen unterwegs zu sein. Sekundarschulen sind ja quasi die weiterführenden, weiterbildenden Schulen. Das Verbot von der Ausbildung an Universitäten, all das ist bereits in Afghanistan vollzogen. Die Vereinten Nationen beklagen das auch und die deutsche Bundesregierung ist da einheitlich unterwegs. Humanitäre Hilfe wird nach wie vor geleistet, aber wohl in einem weitaus niedrigeren Betrag, als das im vergangenen Jahr 2022 der Fall gewesen ist. Es hat sich fast um 80% reduziert. Wir waren im vergangenen Jahr noch mit über 1,5 Milliarden Euro in Afghanistan engagiert. Wir sind dieses Jahr bei roundabout, wenn das Haushaltsjahr zu Ende ist, bei 100 Millionen. Wir feministische Außenpolitik wird insofern gemacht, dass das BMZ und auch das AA in Projekten, die in Afghanistan noch fortgeführt werden, ausschließlich in Gebieten agieren, wo mit Frauen noch gearbeitet werden kann. Das wissen wir ja auch, dass Afghanistan unterschiedliche Regionen hat, wo unterschiedlich gearbeitet wird. Und da ist halt das Hauptaugenmerk, dass wenn EZ, also Entwicklungszusammenarbeit, stattfindet, dass es momentan in den Gebieten gemacht wird, wo wenig Taliban-Einfluss herrscht und wo Frauen noch gewisse Rechte haben. Da kann man dann zumindest den Ansatz der feministischen Außenpolitik sehen. Wir wissen, wie schwierig das in solchen Regimen ist. Und es bedrückt mich sehr, dass das nach 20 Jahren Westen in Afghanistan wir zu solchen Bildern jetzt wieder kommen müssen. Es ist die Scharia wieder eingeführt worden. Es gab 2-mal öffentliche Hinrichtungen. Es finden regelmäßig öffentliche Auspeitschungen statt. Das ist alles quasi back to the Steinzeit und mehr als verstörend. Und das ist momentan weltweit bei allen Krisen, die wir haben, auch mehr als schwierig, darüber jetzt auch zu reden, weil der Fokus der Öffentlichkeit sich tatsächlich von Afghanistan weggezogen hat. Deswegen bin ich der Stiftung und auch Ihnen allen sehr dankbar, dass wir heute Abend durch diese Veranstaltung wieder nach Afghanistan blicken. Trotz Ukraine, trotz Nahostkonflikt, Afghanistan ist auch ein Konflikt, wo der Westen Verantwortung für hat. Vielen Dank. Herr Lechter hat es gerade angesprochen. Herr Abbasi, Afghanistan ist ein multiethnisches Land, also auch ein sehr diverses Land. Sie verwenden daher auch den Begriff Afghanistanis. Sie sprechen nicht von Afghaninnen und Afghanen, sondern von Afghanistanis. Warum ist Ihnen das wichtig?
Zunächst mal möchte ich zwei Punkte, die sehr, sehr wichtig sind, in der ganzen Debatte auch nicht unerwähnt lassen. Und zwar geht es nicht nur darum, was, also neben diesen ganzen Verbrechen, was erwähnt wurden, gibt es momentan Massenverhaftungen, Massenmorde, es gibt Vertreibungen, vor allem im Norden Afghanistans, von Menschen, die dort ja, seit Generationen leben, wieder vertrieben werden, um damit sogar Pashtun aus Pakistan dort einsiedeln können. Das wollte ich einmal erwähnen, weil dann merkt man, auch wenn wir jetzt mal von Frauenrechten reden, Frauen, die dort vertrieben werden, die müssen ja auch, die haben ja auch Rechte. Und wenn wir von Frauenrechten sprechen in Afghanistan, reicht es nicht, wenn man nur von Arbeit in einigen Städten spricht und vom Recht für Recht auf Bildung. Zu der Frage, ich finde, Afghanistan muss man in, oder das, diesen ganzen, diese ganze Unruhe oder diesen ganzen Konflikt muss man in drei verschiedene Zonen einteilen. Einmal gilt es da die ganzen Interessen der Großmächten, ob es jetzt die USA sind, ob es Russland ist, China, Europa und so weiter und so fort. Dann gibt es die Interessenkonflikte von den Nachbarländern mit Afghanistan, allen voran Pakistan und Iran. Dann gibt es die inneren Konflikte. Also, um die ersten beiden überhaupt angehen zu können, als Afghanistanis, muss man die inneren Konflikte beiseite schieben können. Das heißt, die Menschen müssen vereint werden. Da, sprich, vor allem muss man einen richtigen Schritt Richtung Nationenbildung machen, was bisher nicht geschafft ist, beziehungsweise noch nicht geschehen ist. Man hat das mal versucht, durch sogenannte Pashtunisierung eine Art Nationenbildung zu schaffen. Und das ist krachend gescheitert. Und dazu, das hat mit auch vor allem mit dem Wort Afghan zu tun, weil Afghane bedeutet nichts anderes als Pashtune. Und Und das. Entschuldigung, ganz kurz unterbreche. Oder beschreiben Sie mal kurz selbst, also Sie Pashtunen sind eine der größten Bevölkerungsgruppen in Afghanistan, aber nicht die einzige und nicht, ja. Pashtunen sind eine der Ethnien. Dazu muss man sagen, dass es in Afghanistan keine Mehrheit gibt. Es gibt nur Minderheiten, ob das die Pashtunen sind, Tadschiken sind, Hazaras, Balutschen, wie auch immer. Es gibt nur Minderheiten. Also keine Ethnie hat 50% plus X an der Bevölkerungsanzahl, dass man sagen könnte, irgendeine Ethnie ist da die bildet da die Mehrheit. Das wurde erschaffen, damit es immer eine paschtunische Regierung sozusagen gibt. Das ist aber falsch. Ja, und Afghanen, das bedeutet Paschtune. Sie können zum Beispiel in Pakistan selbst die Paschtunen sagen, dass die Iraner sie Afghanen nennen, dass die Inder sie Pathan nennen und sie selber nennen sich Pochtun. Und da ist es jetzt halt das Problem, dass viele sich mit dem Land natürlich identifizieren, aber nicht mit diesen ganzen sogenannten nationalen Werten. Dazu gehört halt eben der Name Afghan und dazu gehört zum Beispiel die sogenannte nationale Flagge, was bisher in Afghanistan nicht wirklich existiert hat, weil jedes Regime, das an die Macht kam, hat eine eigene Flagge gehabt. Ich weiß gerade nicht, wie viele Flaggen wir in den letzten, sagen wir mal, 100 Jahren hatten, vielleicht 11, 12 Stück. Also da sieht man die ganzen nationale Werte. Das sind Werte, die neu definiert werden müssen, womit sich alle identifizieren können, sodass dass wir diesen inneren Konflikt beiseite legen können, die Menschen vereinen können und dann uns mit diesen
mit der Außenpolitik wirklich beschäftigen können. Vielen Dank. Ich würde kurz eine Frage zwischenschieben, weil Frau Reeser das vorhin angesprochen hat. Und zwar noch kurz an Herrn Lechte. Heute wurde ja bekannt, dass gestern ein hochrangiger Taliban-Funktionär in einer Kölner DITIB-Moschee aufgetreten ist. Warum dürfen Taliban-Funktionäre überhaupt nach Deutschland reisen und hier öffentlich auftreten? Da erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß, weil ich davon keinerlei Kenntnis habe. Es gibt mit Sicherheit entsprechende Einzellistungen von Personen, die nicht einreisen dürfen. Und da wird mit Sicherheit auch die entsprechende Taliban-Führung drin sein. Offensichtlich war dieser Herr da nicht dabei. Dem muss man dann nachgehen und das entsprechend nach oben packen. Aber es zeigt auch, dass wir momentan in einer echt schwierigen Situation sind, auch mit DITIB. In der Gesamtlage, die ich vorhin ja auch beschrieben habe mit dem Nahostkonflikt. Und dann wird man darauf reagieren. Also die Bundesregierung und auch die Länderregierung sind momentan eigentlich zu allen Schritten bereit, um dafür zu sorgen, dass solche Auftritte nicht passieren. Da Sie mir aber eine Frage gestellt haben, möchte ich gerne das von vorhin noch weiter spezifizieren. Die Vereinten Nationen, auch die deutsche Entwicklungspolitik, versuchen momentan vor allem auch in Projekte zu investieren, die Frauen zugutekommen. Eine Reaktion der Taliban-Regierung war, dass den Frauen auch generell verboten wurde, für NGOs und für die Vereinten Nationen zu arbeiten. Also da sieht man ja auch, wie die Taliban alles versuchen, die Frauen vom gesellschaftlichen Teilhabe auszuschließen. Weil wenn gerade die Arbeitgeber, die bereit sind, Frauen auch anzustellen, dann den Frauen das verboten wird, zeigt das ja klar, wo die steinzeitliche Variante der Taliban hinzielt. Und damit sind wir im Endeffekt da, wo wir waren für die Frauenrechte. Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, als die Taliban das Land komplett im Griff hatten. Vielen Dank. Frau Reeser, in den letzten beiden Jahren hat vor allem der afghanische IS-Ableger ISIS-K, das K steht für die Provinz Khorasan, immer wieder Terroranschläge, insbesondere auf schiitische Moscheen und Schulen verübt. Trotz einiger ideologischer Diskrepanzen gibt es Überschneidungen zwischen Taliban, ISIS-K und Al-Qaida. Wie bewerten Sie die Präsenz der verschiedenen islamistischen Gruppierungen und ihren Einfluss auf die Bevölkerung? Schwierige Frage. Also ich möchte nicht über ISIS-K reden, weil also ist es mir schwierig, was darüber zu erzählen oder zu beantworten. Aber komme ich zu den anderen Punkten wie Daesh oder ISS oder sowas. Ich habe auch letzten Monat gelesen, dass United Nations Security Council hat in einem Report was geschrieben, dass Daesh und TTP, also das Tehrike Taliban Pakistan, sind aktiv im Land in Afghanistan. Und dieses Bemerkung war abgelehnt bei Taliban. Die sagten, dass das stimmt nicht und keine andere terroristische Gruppe oder Militia sind nicht aktiv in Afghanistan. Afghanistan ist ein sicheres Land, wo nur die Taliban sind da. Aber aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, ist das, wenn es um terroristische Aktivität ge geht, irgendwelche Partei oder irgendwelche Gruppe, die Terrorist Attacks machen, die sind alle aus meiner Sicht Terrorists. Und es gibt gar keine so Unterschied zwischen so. Das ist nur, was ich sagen möchte. Also aus meiner Sicht ist alle, die terroristisches Aktivität durchführen, die sind alle Terrorists. Obwohl die Taliban sind oder Daesh oder ISI oder whatsoever. So. Und wenn ich dann noch einmal nachfragen darf, ist Ihre Perspektive auch eine, die in der afghanischen Bevölkerung auch so geteilt wird? Also, die sind alle gleich, das sind alles Terrororganisationen, die unterdrücken Das uns alle ist gleich? also das ist meine persönliche Okay. Sicht. Also
Ja, also es ist ein bisschen, es ist momentan ein bisschen schwierig. Also wie Sie vorher auch gesagt Okay. haben, dass wegen Ethn so viele Ethnicities, dass wir in Afghanistan haben, ist es ein bisschen schwierig, was zu sagen. Aber das ist meine eigene Perspektive oder meine eigene. Vielen Dank. Ja, Darf ich bei klar. ISIS-K entsprechend Na klar. unterstützend zur Seite kommen, weil da bin ich recht gut vorbereitet worden, auch auf diese Frage. Also ISIS-K ist ja quasi ein Ableger vom Islamischen Staat. Wir wissen, dass der Kampf sich hauptsächlich im Norden Syriens, Ostsyrien mit YPG und entsprechend der Unterstützung bis in den Irak gegangen ist und dass die ISIS-Kämpfer sich quasi zurückgezogen haben in den Untergrund, teilweise als Schläfer warten. Deswegen, wenn es in der Öffentlichkeit heißt, die Gefahr von Anschlägen durch ISIS ist nicht weg, dann stimmt das, weil die Strukturen im Hintergrund nach wie vor da sind. In der Provinz Khorasan hat sich ein Ableger gebildet, in Afghanistan operiert und der wird auch immer merklich stärker. Hat zwischen 1000 bis 3000 operierende Kämpfer und mit der Taliban-Regierung führt der Ableger einen relativ blutigen Machtkampf. Im Jahr 2022 sind bereits mehrere hundert Menschen in Afghanistan bei Anschlägen von ISIS-K gestorben. Und da geht es gegen die schiitische Minderheit der Hazara, Vertreter der Taliban und auch ausländische diplomatische Entsandte, die es ja auch gibt in Afghanistan, auch wenn Gesamteuropa, also die Europäische Union, keinerlei diplomatische Beziehungen mit den Taliban macht. Hinweise darauf, dass ISIS-K plane, auf der internationalen Bühne ein Zeichen zu setzen und seinen Kampf über die Landesgrenzen von Afghanistan auszudehnen, gibt es laut den US-Geheimdiensten und den Behörden definitiv. Das sind keine schönen Nachrichten, weil damit auch nicht nur von den Taliban Gefahr ausgeht, sondern halt auch von anderen Gruppen, die sich innerhalb Afghanistans da jetzt bilden. Mit dem Abzug der US-Amerikaner aus Afghanistan ist es natürlich auch definitiv sehr schwierig, an irgendwelche geheimdienstlichen Informationen zu kommen. Wir wissen auch um die Probleme mit Geheimdiensten aus Pakistan. Vertrauen Richtung Pakistan muss dringend überdacht werden, jetzt auch mit den ganzen Rücksendungen Richtung Afghanistan. Zumindest sagen die deutschen Behörden, dass derzeit kein Hinweis auf einen konkreten Anschlag in Deutschland oder so gibt. Aber man muss da natürlich stets aufpassen. Siehe jetzt auch Nahostkonflikt. Keiner hat mit der Hamas gerechnet am 7. Oktober und wir sind da in diesem Albtraum wach geworden. Aber in Afghanistan zeigt ISIS-K definitiv an, dass die Taliban noch nicht endgültig überall ihre Macht installieren konnten. Ist aber jetzt auch keine Gruppe, die ich gerne sehen würde, die dann entsprechend Macht übernehmen könnte. Also das, um Gottes Willen nicht, dass man mich da falsch versteht. Vielen Dank. Jetzt haben Sie im Prinzip auch meine Frage schon beantwortet. Wobei ich tatsächlich gelesen hatte, dass zum Beispiel der Verfassungsschutz von Nordrhein-Westfalen durchaus vor Anschlägen durch ISIS-K gewarnt hat. Und meine Frage könnte ich jetzt noch ein bisschen erweitern. Also, wir haben ja hatten ja vor 22 Jahren, im Jahr 2001, die Situation, dass der legendäre Mudschahedin-Führer Shah Massoud nach Europa reiste. Shah Massoud, auch bekannt als der Löwe von Panjshir, kennt in Afghanistan jedes Kind, kämpfte erst erfolgreich gegen die Sowjets und später gegen die Taliban und hat sich sehr für eine Demokratie, eine Regierungsform der Demokratie in Afghanistan eingesetzt und auch für Frauenrechte. Und reiste eben im Frühjahr 2001 nach Europa und warnte den Westen vor bevorstehenden großen Anschlägen durch Al-Qaida. Und das wurde aber nicht so ganz ernst genommen. Und er selbst ist dann kurz vor dem 11. September ermordet worden. Ja, um jetzt den Bogen zu schlagen, stellt sich eben die Frage, wir werden jetzt ja wieder gewarnt. Sind wir jetzt darauf vorbereitet? Also ist der Westen jetzt darauf vorbereitet?
gerne an Sie, Herr Lechte. Naja, das ist natürlich immer so eine spannende Sache. Also da sagt Ihnen dann der, also jetzt gerade gab es den BKA-Vizepräsidenten, der gesagt hat, er sieht da momentan keine konkrete Gefahr für Deutschland. Sie berichten vom Landesverfassungsschutz Nordrhein-Westfalen. Im Nachgang war natürlich die Warnung von dem Scheich komplett ernst zu nehmen. Das steht völlig außer Frage, weil wir ja gesehen haben, was am 11. Dezember dann durch Al-Qaida und Osama bin Laden durchgeführt wurde. Und das führte ja zu all den ganzen Dingen, die dann entstanden sind. Manchmal ignoriert der Westen Dinge, die er mitbekommt. Aber wenn Sie sich mit Geheimdiensten unterhalten, dann kommen Sie auch zu der Tatsache, dass sie ihnen sagen, sie haben jeden Tag Hinweise auf Anschläge, auf Dinge, die passieren können. Und das muss dann von Analysten geprüft werden. Und wenn der Analyst auf den falschen Punkt kommt und sagt, er geht nicht davon aus, dass das stimmt, dann hat man zwar danach den Hinweis und kann dann sagen, ja, hätten wir doch auf den mal geachtet. Aber das ist in der Tat mehr als schwierig. Ich gebe ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Ich kriege regelmäßig mal Morddrohungen von irgendwelchen Irren da draußen, die der Meinung sind, dass ich zum Beispiel mich mit der AfD nicht so rumprügeln darf, auch im Parlament. Ich nehme die aber dann auch nicht alle ernst, weil ich dann mein Leben nicht mehr leben könnte. Und ich habe gesehen, dass hier heute Abend bei den Teilnehmern auch eine ehemalige Kollegin dabei ist, die das von der alten Zeit vielleicht auch noch kennt. So läuft es halt. Und dementsprechend, wenn Sie Hinweise haben, ja, wenn es dann passiert ist, ist alles klar. Aber wenn Sie auf jeden Hinweis oder auf jede Drohung, die Sie eben auch in der Politik tagtäglich erhalten, eingehen, dann wird es schwierig. Es tut mir um den Scheich sehr, sehr leid, weil der wäre sehr, sehr gut gewesen dann auch für den Wiederaufbau in Afghanistan. Und auch da hat der Westen bekanntermaßen Fehler gemacht damals und ist auf die Forderung der Logajirga nicht eingegangen, den König wieder zurückzuholen und solche Dinge hat Karzai eingesetzt. Also da gab es auch Dinge, die von afghanischen Führern damals definitiv anders gesehen wurde als das, was dann die USA gemacht haben. Ich sehe gerade, dass der Herr Basi da jetzt mit dem Kopf geschüttelt hat. Also haben wir schon eine unterschiedliche Meinung auch in diesem Bereich. Das ist immer mehr als spannend. Ja. Man kann auch darüber noch spekulieren, ob es so sinnvoll war, während der sowjetischen Besatzungszeit entsprechend Waffen ins Land zu bringen, den Mohnanbau zu fördern und Mudschahedin mit Waffen zu auszurüsten, die dann im späteren Verlauf wiederum gegen das eigene Volk eingesetzt wurden. Aber da kann man in die Endlosschleife gehen, was es an möglichen Fehlermomenten gegeben hat. Definitiv wäre es sehr sinnvoll damals gewesen, auf die entsprechenden Hinweise einzugehen. Aber ich glaube, dass jeden Tag Menschen da draußen bei unseren Geheimdiensten, bei unseren Analyseteams entsprechend Entscheidungen treffen, die manchmal die richtigen oder sehr oft die richtigen sind, aber in wenigen Fällen halt auch mal die falschen. Vielen Dank. Herr Basi, meine nächste Frage geht auch an Sie, aber möchten Sie noch kurz was dazu sagen? Ich hab das mit der Loi-Jirga nicht ganz verstanden. Ich habe das ja so verstanden, dass man hätte auf den Loi-Jirga hören sollen. Einfach nur eine Info, was Loi-Jirga in Afghanistan ist. Loi-Jirga ist nichts anderes als so eine Versammlung von eingekauften Marionetten, die einfach nichts anderes, also keine andere Mission haben, als die Macht der Herrscher nochmals zu bestätigen, sodass dass die an der Macht bleiben und somit als legitime Regierung, als legitime Herrscher dann herrschen können. Loi Jirga hat nichts mit irgendwelchen demokratischen Systemen zu tun, hat nichts mit demokratischen Werten zu tun, hat nichts damit zu tun, dass man ein System, ein menschliches System in irgendeinem Land installieren kann. Aber Herr Abasi, Sie werden mir recht geben, dass es damals extrem schwierig war, nachdem die USA die Taliban zunächst ausgeschaltet hatten, dass man daraufhin nicht die Stammesfürsten oder die in den Regionen damals die Macht hatten,
entsprechend mit eingebunden hat. Und die hatten die Forderung, den König zurückzuholen. Da muss man jetzt als Demokrat auch nicht lange drüber nachdenken, was das bedeutet. Aber sie hatten dann zumindest einen Grund, sich mit der Zentralregierung in Kabul nicht auseinandersetzen zu wollen, zu müssen, sondern sind halt alle wieder nach Hause gefahren, haben gesagt, wir können in Kabul machen, was wir wollen. Wir machen in unseren Regionen so, wie wir das auch schon immer gemacht haben, auch weiterhin das, was wir wollen. Das war das, was ich damit angesprochen habe, dass es auch da 2001 sehr, sehr schwierig war, 2002 entsprechend auch innerhalb des afghanischen Volkes eine Basis zu finden, die der neuen Regierung dann auch die entsprechenden Drall gegeben hätte, dass man vielleicht die Demokratisierung von Afghanistan geschafft hätte. Herr Wöste, darf ich das noch, Frau Kuhlmann? Ganz kurz. Ganz kurz. Das Problem an sich in Afghanistan ist zentrale System, also die ganze Macht zu zentralisieren. Das wird in einem Land wie Afghanistan, wo keine Ethnie die Mehrheit hat, wo es so verschiedene Kulturen gibt, wird einfach nicht funktionieren. Das war der große Fehler. Nicht unbedingt jetzt den Schah nicht zurückzuholen, weil der Schah, der hätte jetzt nicht für Demokratie natürlich gesorgt, das haben Sie auch richtigerweise gesagt. Der hätte genauso ein System wie vielleicht sogar wie jetzt die Taliban eingebracht, sodass eine monoethnische Regierung an der Macht ist und vor allem in diesem Punkt würde ich gerne an zwei Medien mal hinweisen. Einmal ist es das Buch Afghanistan, der unbesiegte Verlierer von Natalie Amiri. Amiri, genau, von Natalie Amiri. Und einmal die sogenannte Afghanistan-Papiere, was in den Washington Post veröffentlicht wurde. Da wird nochmal genau darauf eingegangen, Detail, wie die Gelder auch in diesen 20 Jahren Republik, die eingeflossen sind, nicht dafür da waren, oder dafür sorgen konnten, dass Afghanistan aufgebaut wird, dass da ein politisches, gesundes politisches System aufgebaut wird und so weiter und so fort, sondern dass das Geld einfach nur in die Taschen von bestimmten Leuten ging. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt, feministische Politik heißt für uns, dass wir irgendwelche NGOs helfen, die Frauen dort arbeiten lassen. Diese Gelder, egal wie Geld in Afghanistan einfließt, das wird am Ende des Tages nur die Förderung der Taliban sein. Es wird nicht an die Menschen gehen. Ich würde die Politik darum bitten, in Afghanistan, egal was man da vorhat, dass man Experten dazu holt, die auch in den 20 Jahren Republik das Ganze analysiert haben, um zu sehen, dass man diese ganzen Fehler, die man in den 20 Jahren Republik gemacht hat, dass man die nicht wiederholt. Vielen Dank. Dann direkt noch eine Frage an Sie. Und zwar, um mal auf etwas eher Positives zu sprechen zu kommen. Es gibt ja auch Widerstand gegen die Taliban. Also zunächst mal hatte Frau Reza ja schon erwähnt, es gibt diese Frauendemonstrationen immer mal wieder, vor allem in Kabul. Es gibt aber auch bewaffneten Widerstand, vor allem in der Provinz Panjshir. Die war ja auch schon zu Sowjetzeiten als Hort des Widerstands bekannt und jetzt kämpft ja auch seit über 2 Jahren die Nationale Widerstandsfront gegen die Taliban. Was ist die Nationale Widerstandsfront? Wer unterstützt sie und hat sie überhaupt eine Chance? Die Nationale Widerstandsfront ist eine Front, die der Sohn des ehemaligen Kommandants Ahmad Shah Massoud ausgerufen hatte, ganz am Anfang, als man die Macht an die Taliban übergeben hat. Das ist eine Front, die durch Guerilla-Kämpfe immer wieder Taliban angreift, Taliban-Posten angreift, Polizeiposten der Taliban und so weiter und so fort. Und jeden Tag einige
Taliban, ich sage jetzt mal, erfolgreich eliminiert. Aber ob die eine Chance haben, das ist eine Frage, die man nicht so ganz einfach beantworten kann, weil wir wissen, dass im Moment wöchentlich 40 Millionen, nein, 40 Millionen Dollars an die Taliban gehen. Wir wissen, dass die Taliban von verschiedenen Mächten offiziell und inoffiziell unterstützt werden. Und die Nationale Widerstandsfront, die hat jetzt keine große Unterstützer im Ausland. Das hat der Ahmad Massoud, der Anführer dieser Front, bereits auch mehrmals erwähnt, auch in den europäischen Medien. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, aber gleichzeitig ist es so, dass nicht nur diese Front existiert, sondern es werden immer mehr neue Fronts auch gebildet. Da gibt es zum Beispiel die sogenannte Freiheitsfront, ja, in Jabir, also wie heißt das? Die gibt es auch, die erfolgreich Operationen durchführen gegen die Taliban. Und wenn es so weitergeht, dass da Menschen vertrieben werden, dass da Frauen vergewaltigt werden, dass da junge Mädchen zwangsverheiratet werden, dass Taliban-Führer ihren dritte und vierte Frauen heiraten. Da, ob wir es wollen oder nicht, da wird es immer mehr Menschen geben, die sich dagegen auflehnen werden. Deswegen ist vielleicht irgendwann mal auch eine Ja, dann ein bisschen, wenn es mal eine Unterstützung von außen kommt, dass dann einen größeren Widerstand gibt und zumindest ja die Hoffnung besteht, dass irgendwie gegen die Taliban vorgehen kann. Vielen Dank. Dann habe ich eine Frage an Frau Reza. Es war ja schon erwähnt worden, aktuell schiebt Pakistan 100.000 Afghanen ab, die teilweise seit Jahren oder sogar Jahrzehnten in Pakistan leben. Schätzungen zufolge könnten über 1,7 Millionen Afghaninnen und Afghanen betroffen sein. Auch aus dem Iran gibt es Berichte über Abschiebungen afghanischer Flüchtlinge. Was ist über die Situation der Menschen bekannt und warum gibt es keinen weltweiten Aufschrei dagegen? Eine schwierige Frage, die zweite, ich weiß. Ja, leider gibt es die Abschiebungen in Pakistan, im Iran, aus der Türkei. Die habe ich in meiner vorherigen monatlichen Kolumne schon reingeschrieben. Also, UN oder US hat das schon beurteilt, dass die Pakistani-Regierung sollte in diesem Fall die geflüchteten Menschen oder die Geflüchteten aus Afghanistan helfen, damit die ein legales Dokument oder Reisedokument oder entweder eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, damit die da in Sicherheit bleiben. Also die Situation, soweit ich weiß, in Pakistan ist auch nicht so ganz klar, weil aus einer Seite, Pakistani-Regierung haben ihre eigene politisches Probleme. Außerdem, aus Afghanistan gibt es auch zwei Gruppen, die in Pakistan leben. Eine, die Gruppe, die warten immer noch auf ihre Genehmigung, damit die nach andere europäische Länder oder nach US reisen. Außerdem, die andere Gruppe sind nur die geflüchteten Menschen, die wollen ihr Leben retten. Also, wir müssen die beide Unterschied zwischen die zwei Gruppen wissen. Soweit ich aufmerksam bin oder soweit ich recherchiere habe oder von meinen Kontakten gehört habe, ist, dass dieses Monat im November Taliban-Konsulat in Pakistan in Karachi haben das beurteilt oder haben das geschrieben, dass die Migrantinnen mit Reisedokument oder mit Reiseausweis oder Aufenthaltsgenehmigung, die sind auch inhaftiert,
und werden verschoben. Also trotz, dass die eine genehmigte Aufenthaltserlaubnis haben. Aber soweit ist es immer noch die Politik. Also wir wissen, also ich als Afghaner, ich weiß das total, dass Pakistan braucht nur das Geld von International Community und das ist, was die brauchen. Und wenn die das Geld nicht bekommen, dann wird das immer diese Situation über die Geflüchteten sein. Ich habe auch selber in Pakistan gelebt, so ungefähr 17 oder 18 Jahren. Und die Regierung ist ganz katastrophal. In diesem Fall, es gilt diese Situation oder die Abschiebung gilt für die Menschen, die auch Reisepassport oder Reisedokument haben, außer auch noch für die anderen, die kein Reisedokument oder Reisepass haben. So in diesem Fall, die Situation sollte unbedingt Situation sollte unbedingt gelöst werden, entweder aus United Nations Sicht oder anderer International Community, die in diesem Fall Macht oder Say haben, ne? Außerdem, also wenn diejenigen, die ganz in Gefahr sind, wenn die trotzdem nach Afghanistan geschoben werden, dann ist die haben gar keine Chance zu leben. Also jeder weiß das, wie die Taliban-Regierung sind und genau, also das ist eine komplexe Politiksituation, die man kann nicht so einfach darüber was sagen. Ich weiß es nicht, ob die anderen Kollegen darüber mehr weißt, über die Situation, vielleicht Herr Abbasi. Wenn Sie darüber mehr wissen, dann können Sie auch Ihre Inputs. Bitte. Da braucht es Erlaubnis von Frau Kuhlmann. Gut. Wir haben heute einen Befehl an des obersten, ja, ich sag mal, obersten Anführers der Taliban mitbekommen, dass die Flüchtlinge, die aus Pakistan kommen, in den Norden Afghanistan eingesiedelt werden sollen. Das ist etwas, was für Experten natürlich sehr alarmierend ist. Es gibt ein Buch, das sich Zakawi nennt. Zakawi, der zweite Teil. Und da geht es unter anderem darum, wie man das Land mit pakistanischen Pashtunen pashtunisieren könnte. Und da geht es darum, dass Pashtunen aus Pakistan vor allem dann in den Norden gebracht werden und aus dem Norden die Menschen, die schon einmal dort gelebt haben, dann vertrieben werden sollen. Deswegen bin ich im Moment nicht sicher, ob diese Flüchtlinge aus Pakistan, ob die wirklich alle aus Afghanistan kommen oder einfach nur ein Trick ist, um da dass Pakistaner das Land im Norden Afghanistans zu übergeben. Vielen Dank. Herr Lechte, also Pakistan hat ja die Entstehung der Taliban-Ideologie überhaupt erst ermöglicht und war auch maßgeblich mit seinem Geheimdienst, den haben Sie ja auch schon erwähnt, an beiden Machtübernahmen der Taliban in Afghanistan beteiligt. Gleichzeitig hat Pakistan auch bereits schon sehr viel Geld aus dem Westen erhalten und seit den 80er Jahren mehrere Millionen afghanische Flüchtlinge aufgenommen, die es ja nun plötzlich wieder loswerden will. Wie sollte sich Deutschland und wie sollte sich hier die EU gegenüber Pakistan verhalten? Ganz, 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 ganz schwieriges Thema, weil auf Pakistans Ansichten, Pakistans Vorstellungen immer sehr, sehr undurchsichtig sind. Wir wissen, dass Pakistan lange mit den USA gute Verbindungen hatte. Wir wissen, dass Pakistan derzeit hauptsächlich auf den chinesischen Einfluss setzt, auch mit Investitionen aus China.
Militärbasis, Straße, die dorthin gebaut wird, entsprechend von Islamabad. Auch Pakistan ist kein heterogenes Land, genauso wie der Basi völlig zu Recht jetzt nochmals darauf hingewiesen hat, dass auch in Afghanistan verschiedenste Stämme unterwegs sind, verschiedenste Bevölkerungsgruppen. Es wäre in der Tat Irrsinn, wenn jetzt im Norden plötzlich Leute aus dem Süden, weil die Hauptsache der Flüchtlinge nach Pakistan ist ja rein auch schon von der Landkartenansicht klar, ja eher aus den südlichen Regionen gestammt haben, wo ja auch die heftigsten Kämpfe stattgefunden haben während der Besatzungszeit. Also die Amerikaner waren hauptsächlich im Süden Afghanistans beschäftigt auf der Suche nach Osama bin Laden und die ganzen Dinge. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass in Afghanistan ja knapp 30 Millionen Menschen jetzt schon also mit 3/4 der Bevölkerung angewiesen sind auf humanitäre Hilfe, da die Ressourcen knapp sind, wenn jetzt noch zusätzlich aus Pakistan Leute aus, die schon längere Zeit auch dort leben, rausgerissen werden, nach Afghanistan geschickt werden, gibt es natürlich neue Reibungspunkte, wenn man nichts zu verteilen hat und dann noch zusätzliche Menschen dazukommen, ist das mehr als fraglich. Wir werden aber, ähnlich wie das bei allen Regierungen dieser Welt ist, die jetzt sich irgendwelche demokratischen Anstriche oder sowas geben, mit Sicherheit nicht viele Ansatzpunkte haben, darauf einzuwirken, dass gewisse Dinge nicht stattfinden. Vereinten Nationen werden das versuchen. Ich gehe auch davon aus, dass man dann diplomatisch versucht, da an der Sachlage was zu ändern. Wir wissen auch, dass wir die Botschaft in Islamabad ja auch dazu genutzt haben, weil wir ja in Kabul keine Vertretung mehr haben. Ebenso wie die in Teheran für afghanische Ausreisewillige oder Ortskräfte und so weiter, die bei den entsprechenden Evakuierungen damals ja nicht mitgekommen sind, von dort aus dann entsprechend auch nach Deutschland zu bringen, respektive die entsprechenden Papiere auszustellen. Deswegen wird es schwierig sein, dass Deutschland da so richtig mit Vollkaracho jetzt auf Pakistan versucht einzuwirken, weil wir das ja wiederum mit Islamabad brauchen. Also da gibt es verschiedene Aspekte, die man bei solchen Fragen dann auch immer mit berücksichtigen muss. Für die Personen, die davon betroffen sind, ist das natürlich wieder eine Katastrophe, weil die wirklich schwer belastet sind und jetzt möglicherweise vor den nächsten Scherben stehen, die sie sich gerade wieder aufgebaut haben. Also ich möchte da nichts beschönigen. Vielen Dank. Frau Reza, eigentlich sollten ja auch jeden Monat 1000 besonders schutzbedürftige Menschen aus Afghanistan in Deutschland aufgenommen werden. Das Programm ist jedoch im Sommer gestoppt worden, weil es den Verdacht auf Missbrauch durch Taliban und IS-Terroristen gab. Sind solche Sorgen aus Ihrer Sicht berechtigt? Und wie könnte die Bundesregierung besonders Schutzbedürftigen helfen? Ja, also aus meiner Sicht es gibt solche Fehler, dass zum Beispiel die Politicians oder besonders die die Journalisten oder die Journalistinnen, die in Afghanistan immer noch da sind, ihr Leben ist in Gefahr. Und die sind die Taliban haben die entweder inhaftet oder ermordet oder die leben in einer sehr schwierigen Situation, entweder in Afghanistan oder in Nachbarländern. Die haben gar keine Sicherheit. Und in diesem Fall, was meine Erwartung von deutscher Regierung ist, damit die Regierung mit den Nachbarländern von Afghanistan, also ich meine mit Pakistan oder mit dem Iran, mit Türkei, mit Tadschikistan, die im Gespräch kommen, damit diejenigen, die immer noch in die Nachbarländern sind, die müssen in einem sicheres Umfeld
sein. Außerdem dieses Speed-up zum Bearbeitung des Prozesses von die Menschen, die die Fehler haben, die müssen ganz schnell fertig sein, damit die auch wissen, was die im Leben tun sollte. Und das konnte eine Win-Win-Situation für die beide sein, auch noch für die deutsche Regierung und auch noch für diejenigen, die in Nachbarländern warten. Wenn die wissen über die Zukunft, was sollte in ihrem Leben passieren, dann konnte die so mentalerweise vorbereitet sein und sich schnell wie möglich in irgendwelche Gesellschaft integrieren, ne? So, aus meiner Sicht, die beide Punkte konnte nur die beiden Punkte nennen. Vielen Dank. Herr Lechte, wie könnte Ihrer Meinung nach das Aufnahmeprogramm für gefährdete Afghaninnen und Afghanen wieder aufgenommen werden? Und zweite Frage, wie stehen Sie zu Abschiebungen nach Afghanistan? Also zur Abschiebung werden momentan ja de facto fast nicht durchgeführt. Der Hardliner würde jetzt sagen, wer strafrechtlich so relevant aufgefallen ist, dass er abgeschoben werden muss, sollte abgeschoben werden. Da bin ich auch kritisch gegenüber. Selbst Bayern schiebt momentan nicht nach Afghanistan ab. Und es ist auch von den meisten Bundesländern so. Also ich wüsste jetzt momentan nichts von großen Abschiebeaktionen Richtung Afghanistan. Ich habe jetzt nochmal genauer nachgeschaut in meinen Unterlagen, auch bei der vorgehenden Themenbereich. Pakistan ist mit knapp 3,7 Millionen Afghanen derzeit ausgestattet und davon sind 1,1 Millionen von diesen Abschiebungen betroffen, die entsprechend da laufen. Und beim Bundesaufnahmeprogramm und die Bundesrepublik hat sich, das sind ja auch Ortskräfte und Leute, die vorgeschlagen wurden von NGOs oder von Organisationen, das sind Menschenrechtsaktivistinnen oder Leute, die entsprechend von solchen vorgeschlagen wurden, ehemalige Journalisten, Leute, die man halt aus Afghanistan gerne rausholen würde, von dem Programm. Also die Bundesregierung geht von 44.000 auf, die aufgenommen werden, sind ja schon 30.000 plus draußen. Und das Aufnahmeprogramm läuft wieder, also nach meinem Kenntnisstand zumindest. Es war dieses Jahr für 3 Monate ausgesetzt, also so quasi von Ostern bis Anfang Juli. In dem Zeitraum ist nichts gelaufen, das stimmt. Befinden sich wohl in Pakistan zum Beispiel derzeit noch 3.000 Personen, die über das Aufnahmeprogramm nach Deutschland kommen sollen. Und diese Personen werden, da wird auch momentan alles dafür getan, dass Pakistan die nicht nach Afghanistan abschiebt, weil das wäre ja dann die Quadratur des Kreises, dass Leute, die bereits identifiziert sind, auf deutschen Listen stehen und dann nach Deutschland noch überführt werden sollen, dann entsprechend abgeschoben werden würden. Also man versucht auch im Hintergrund das zu tun, was man tun kann. Es wird am Ende auch viele der Zuhörer nicht erfreuen, aber Deutschland kann nicht alle Probleme auf dieser Welt lösen. Das wird uns nicht gelingen. Aber das Bundesaufnahmeprogramm und die 44.000, die ausgewählt wurden, das soll auch auf jeden Fall durchgezogen werden. Es war ja geplant, dass es immer so pro Monat 1.000 sind. Ich sehe, dass das momentan in dieser Größenordnung nicht mehr vollzogen wird. Aber dass wir schon 30.000 plus von den 44.000, die wir aufnehmen wollten, da haben, ist zumindest ein Zeichen dafür, dass Deutschland sich seiner Verantwortung in diesem Bereich sehr wohl bewusst ist. Und Abschiebung, ich persönlich würde momentan nach Afghanistan bei der Lage nicht abschieben. Aber ich bin auch kein Hardliner. Vielen Dank. Da jetzt schon eine Menge Fragen im Chat aufgekommen sind, würde ich jetzt in die Fragerunde übergehen. Und zwar, die erste Frage richtet sich an die afghanische Perspektive. Was halten die Gäste von der Idee einer asiatischen Union analog zur Europäischen Union? Das heißt, die Grenzen zwischen den Ländern Tadschikistan, Afghanistan, Iran, Pakistan und den asiatischen Ländern werden vielleicht in 20 Jahren wie europäische Grenzen offen sein. Wer möchte antworten?
Herr Basi oder Frau Reeser. Es wäre schön, aber ich glaube es nicht. Ja gut, also wenn wir es aus der Sicht eines Afghanistanis wir sprechen müssten, dann bräuchten oder wünschen wir uns erstmal eine legitime Regierung, eine Regierung, die sich für die Interessen, für unsere Interessen dann dort stark machen kann, um es überhaupt dann auf Augenhöhe mit all diesen Ländern dann verkehren zu können. Solange das nicht der Fall ist, halte ich persönlich nicht viel von sowas. Vielen Dank. Frau Reza, auch was dazu? Meiner Meinung nach, ich bin auch davor. Also soweit es in die Welt Frieden und Menschenrechte gibt, dann warum nicht? Vielen Dank. Die nächste Frage, vielleicht an Herrn Lechte. An wen wird das Geld zur humanitären Hilfe bezahlt? Also an wen genau? Wir versuchen es definitiv nicht an die Taliban zu zahlen. Also Deutschland zahlt, wenn es irgendwie vermeidbar ist, keine Budgethilfen oder sonstiges, sondern zahlt direkt an Hilfsorganisationen, die Gelder auszahlen. Leute wissen ja zum Beispiel momentan über die UNRWA-Diskussionen in Deutschland, dass man dort keine Gelder hinzahlen darf, weil die Befürchtung besteht, dass die Hamas davon direkt profitiert. Das ist aber nicht der Fall. Man zahlt ja auch keine Steuern und solche Dinge, sondern man versucht direkt durch Projektarbeit entsprechend vor Ort den Leuten direkt zu helfen. Oder aber wir zahlen direkte Budgethilfen, aber nicht an Afghanistan, sondern UN-Organisationen oder World Food Program, Internationales Komitee des Roten Kreuzes, also über Organisationen, die dann vor Ort die Hilfslieferungen entsprechend koordinieren. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, die Taliban sind da, die Taliban regieren und dementsprechend laufen auch offizielle Dinge halt nur über die Taliban, weil wenn sie die Flughäfen kontrollieren und sie müssen nennenswerte Lieferungen in ein Binnenland bringen, was Afghanistan nun mal auch ist, dann müssen sie auch mit den offiziellen Kanälen zusammenarbeiten. Vielen Dank. Dann eine Frage, da weiß ich nicht, wer die beantworten kann, werden wir gleich sehen. Die afghanischen Medien haben berichtet, dass das amerikanische Militär im Pamir-Gebirge aktiv sind. Inwieweit kann diese Nachricht stimmen? Hat jemand Kenntnis von dieser Nachricht? Kannst du das nochmal vorlesen? Natürlich. Afghanische Medien haben berichtet, dass amerikanisches Militär im Pamir-Gebirge aktiv ist. Und wie weit kann diese Nachricht stimmen? Dass Amerika komplett aus Afghanistan sich zurückgezogen hat, das ist nicht der Fall. Das war vor allem vielen, vielen Experten in dem Land auch vorher bewusst. Also auch während der Übergabe der Macht an die Taliban, dass das amerikanische Militär dort bleiben wird. Es wird nur nicht in der Anzahl dort bleiben, wie es in den 20 Jahren sogenannte Republik der Fall war. Aber ja, mich würde es auf jeden Fall nicht wundern. Okay. Sonst hat niemand Kenntnis von dieser Nachricht. Mir liegen keine Erkenntnisse vor und ich bin ein sehr ehrlicher Knopf und kann nur sagen, dass es auch mir keine geheimen Informationen dazu vorliegen, weil ich das davon heute zum ersten Mal tatsächlich höre. Ich kann es mir nicht vorstellen. Außer es sind irgendwelche absoluten Geheimdienst-Organisationsgeschichten, aber es laufen keine großen Missionen in geheimer, also so nach dem Motto James Bond-like, dort ab. Der Abzug ist beendet. Danke. Auch eine andere, eher schwierige Frage.
Wie können wir in Zukunft unsere Familien in Afghanistan unterstützen? Das heißt, legal Geld überweisen. Derzeit dürfen die Frauen dort nicht arbeiten und die Männer bekommen auch nur unregelmäßig Geld für ihre Arbeit. Bitte. Also, das ist nicht so nicht so das Problem, weil es gibt sogenannte, wie heißt das auf Deutsch? Es gibt Vertretungen Beratung. hier, denen man hier Geld gibt und die dort vor Ort das Geld dann an die jeweilige Person aussagt. Also, Das da. sogenannte Hawala-System. Das weiß ich nicht. Ich kenne das System nicht. Okay. Aber wir machen das. Also ich Okay. helfe monatlich. Das ist kein Problem. Okay. Jetzt noch eine, ja, sehr politische Frage. Wird es zu einer Zerschlagung Pakistans wegen TTP, also der pakistanischen Taliban, kommen? Oder wird Afghanistan aufgeteilt werden oder beide? Möchte da jemand eine Prognose wagen? Ich glaube, Ja, der letzte. es hat niemand Interesse daran, dass das Nationalgefüge auf der Landkarte sich dort ändert. Zumindest sind auch da bisher keine offiziellen Sachen gelaufen. Danke. Gott sei Dank, Frau Reeser nickt. Ich bin dankbar. Also in der Vergangenheit gab es auch Entwürfe, wo es darum ging, föderalistische Systeme in Afghanistan zum Beispiel einzuführen. Nicht nur jetzt als Föderalismus, das wir es kennen, sondern ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber ja, so dass das Land in mehreren Teilen, also das Land Afghanistan in mehreren Teilen vielleicht zumindest mal unter dem Einfluss von verschiedenen Mächten sein sollte. Sowas gab es schon. Aber eine Prognose ist da schon schwierig. Ne? Danke. Frau Risa, bitte. Unter die Taliban-Regierung, das wird niemals passieren. Und soweit ich die Regierung in Pakistan sehe, die werden auch niemals sowas haben. Und das wird auch nicht bestimmt geben. Danke. Eine Frage an Herrn Lechte. Ist Ihnen der Bericht bekannt, den der türkische Außenminister dem UN-Sicherheitsrat vorlegen wird? Und ist die Bundesregierung und die in Deutschland lebende afghanische Diaspora an der Erstellung dieses und des vorgeschlagenen Berichts Lösungen beteiligt? Ich weiß nicht, um welchen Bericht es sich handelt. Das wird ja nicht spezifiziert. Vielleicht wissen Sie was. Wenn nicht, würde ich die Frage etwas zurückstellen. Sie kann aber gerne nochmal präzisiert werden im Chat. Ich schüttel gerne meinen Kopf in dem Bereich. Ich bin nicht der Afghanistan-Berichterstatter. Ich bin der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Ich habe ein sehr gutes generalistisches Wissen und ich habe mich auch auf die Veranstaltung vorbereitet. Aber der Bericht aus der Türkei an die Vereinten Nationen ist da nicht dabei. Und ich muss Sie in einer Sache übrigens noch korrigieren. Das habe ich vorhin zu Beginn vergessen. Ich war in der letzten Periode Unterausschussvorsitzender Vereinte Nationen. Ich bin es in dieser Periode nicht mehr. Das heißt, ich beschäftige mich auch seit 2 Jahren mit den Vereinten Nationen, auch wieder nur in der generalistischen Perspektive, nicht wie in den letzten 4 Jahren zuvor in der Opposition, wo mein Hauptaugenmerk den Vereinten Nationen galt. Danke, das tut mir leid. Aber dann kommt auch direkt noch eine Frage an Sie. Habe ich Sie gerade richtig verstanden? Hat der Westen zugelassen, dass anstelle des Schahs Karzai an die Macht gekommen ist?
Das ist ein guter alter Vorwurf, der immer wieder gerne erzählt wird. Und ich habe ihn vorhin auch wiedergegeben, weil es diese Logadschirga gegeben hat, die sich das vorgestellt hat, in den Zustand wieder einzutreten, den es vor der sowjetischen Besatzung und Anfang der 70er Jahre gegeben hat. Das wurde damals dann nicht so gemacht. Und dann kam Präsident Karzai. Und also der Rest ist Geschichte, das kann man nachlesen. Ich habe diese Informationen mal bei einer politischen Bildungsveranstaltung mit der Bundeszentrale für politische Bildung, auch hier in Berlin, von einem Afghanistan-Experten genauso wiedergegeben bekommen. Die bisherigen anderen Experten, mit denen ich darüber in den vergangenen Jahren gesprochen habe, haben mir da nie widersprochen. Herr Basi sah das vorhin anders. Es gibt viele Sachen, die passiert sind, auch in der Afghanistan-Zeit, 2001 nach den Türmen, bis heute. Und eine der Geschichten ist, dass es diese Versammlung gegeben hat, der Logadschirga, die damals gesagt hat, sie hätte gerne was anderes. Vielen Dank. Dann eine Frage an Herrn Abbasi. Was für ein System schlägt Herr Abbasi für Afghanistan vor? Was für ein System ich vorschlage? Ganz klar Föderalismus, also ein politisches System, wo ja, die inneren Angelegenheiten lokal, auch lokal geregelt werden, die aber natürlich auch durch eine Zentralregierung dann zusammenkommen, um sich dann für die ja, sich um die nationalen Interessen dann zu kümmern. Aber die lokalen Angelegenheiten, weil es halt so viele verschiedene Ethnien, verschiedene Völker dort gibt, verschiedene Glaubensrichtungen und so weiter, kann es nur ein föderalistisches System sein, das ja, die Interessen aller berücksichtigen kann. Vielen Dank. Es gibt Gerüchte, dass unter den Flüchtlingen auch ISIS-Terroristen sind, die an der Grenze von Iran bzw. Tadschikistan stationiert werden. Können wir diese Gerüchte für bare Münze nehmen? Möchte jemand etwas dazu sagen? Das kann man immer für bare Münze nehmen, weil wenn man irgendwas infiltrieren möchte, dann macht man es akkurat so. Das ist aber auch, wenn Leute sagen, da sind auch immer Kriminelle drunter, auch das gehört zur Wahrheit immer mit dazu. Wenn Sie 1 Million Flüchtlinge haben, dann können Sie davon ausgehen, dass unter 1 Million Flüchtlinge auch alle verschiedenartigen menschlichen Varianten dabei sind, von ganz normalen Familien bis hin halt auch zum Kleinkriminellen oder zu jemandem, der schon mal was ganz Böses gemacht hat. Und wenn man tatsächlich Leute einschleusen möchte, die was tun sollen, was man nicht mag, dann wird das auch genauso der Fall sein können in diesem Bereich. Also das auszuschließen ist totaler Mumpitz, sondern es ist halt einfach Teil der Menschheit, dass nicht alle den gleichen moralischen Kompass haben. Vielen Dank. Herr Lechte, die nächste Frage geht auch direkt an Sie. Ist ein bisschen komplexer. Es ist hier auf Englisch gestellt. Ich übersetze das kurz. Die Taliban haben ethnische Säuberungen und so viele Grausamkeiten begangen und tun das auch weiterhin. Wie kann die internationale Gemeinschaft die Taliban überzeugen oder zwingen, ein inklusives und demokratisches Afghanistan zu schaffen? Gar nicht. Es ist schlicht und ergreifend so, dass der Westen über 20 Jahre in Afghanistan war, es in der Zeit nicht geschafft hat, ein System aufzubauen, was tragfähig offensichtlich gewesen ist. Und es bis heute mehr als frustrierend ist, dass man eine afghanische Armee, eine afghanische Sicherheitskräfte im höheren 300.000-Mann-Bereich geschaffen hatte. Ja, ich sehe Herr Basi, aber es waren die offiziellen Zahlen. Es gab Ausrüstung, es wurde trainiert. Ich kenne Leute, die ausgebildet haben, also es hat stattgefunden. Aber es war am Ende ja tatsächlich so, dass es überhaupt niemanden wirklich gab, der versucht hat, irgendwas aufzuhalten. Ein Präsident, der sich in seinen Hubschrauber mit Geld zurückgezogen hat und dann ausgeflogen wurde Richtung Vereinigte Arabische Emirate oder das ist ja alles Fakt. Also dementsprechend
Es wird keine internationale neue Eingreiftruppe geben zum jetzigen Zeitpunkt. Und dementsprechend sind die Afghanen, glaube ich, in diesem Punkt sich gerade selber überlassen, da für irgendwelche Abhilfe zu sorgen. Wir können nur im humanitären Bereich was tun, indem wir da Gelder zur Verfügung stellen. Wir können internationale Konferenzen darüber abhalten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Taliban momentan nicht bereit sind, da großartig zu reden. Ihre neuen Freunde, die sie ja auch innerhalb von kürzester Zeit bei sich vor Ort hatten, waren russische Delegationen, waren chinesische Delegationen. Vielleicht haben die da Einfluss, aber ich glaube, dass der westliche Einfluss auf die Taliban mehr als gering ist. Und davon zu träumen, dass der Westen jetzt eine Demokratie schaffen kann mit Taliban an der Macht, die gerade alles zurückdrehen, was man in 20 Jahren aufgebaut hat, das wäre naiv, wenn ich das jetzt behaupten würde, dass da irgendwelche Zauberformeln existieren. Das ist schlicht und ergreifend gerade nicht der Fall. Vielen Dank. Kann ich ganz kurz was dazu sagen, Bitte. Frau? Ja, die offiziellen Zahlen, da gebe ich Ihnen recht, Herr Lechte, dass das ungefähr so 300.000 starken 300.000 Mann starkes Armee gegeben haben soll. Aber zum Beispiel das Buch von Natalie Amiri, die da wirklich da hingereist ist und da wirklich Leute, die drin waren, so direkt da beteiligt waren, befragt hat. Das Militär war vielleicht höchstens 50.000 Mann stark. Da war so, dass zum Beispiel Offiziere selber angeben durften, wie viele Soldaten unter ihnen dienen. Und dementsprechend haben sie auch das Geld für diese Zahl von Soldaten bekommen. Natürlich den Rest in die eigene Tasche gesteckt haben. Also sowas, diese offiziellen Zahlen, die sind auf jeden Fall zumindest anzuzweifeln. Auch 50.000 Mann, die gekämpft hätten, wären angenehmer gewesen als das, was man leider hat sehen müssen, weil die Taliban waren ja teilweise mit Motorrädern und Jeeps unterwegs. Also es ist wirklich frustrierend, dass es damals überhaupt keinerlei Gegenwehr gegeben hat und auch die Offiziellen sich aus dem Staub gemacht haben. Das ist vor allem sehr, ja, es ist ja so, dass unter Ghani, also dem letzten Präsidenten, war es ja so, dass vorher, schon ein paar Jahre vorher, die ganzen Generäle, die über 50 oder 55 waren, dass die alle pensioniert wurden und neue Generäle ja, eingesetzt wurden, die zum Teil 30 Jahre alt waren. Das heißt, da wurde vorher schon das Ganze programmiert. Das heißt, die wichtigsten Posten, die wurden an Taliban nahe Personen gegeben, sodass ja, ein paar Wochen vor der Machtübergabe an die Taliban durch sogenannte taktisches Rückziehen, wobei die auch die ganzen Waffen und Munition hinterlassen, also zurücklassen haben. Ja, so eine Situation gab, wo von oben einfach dieser Befehl kam, nicht kämpfen, sondern einfach übergeben. So einfach war das dann. Also, das hat, es ist, ja, es ist, es ist komisch, dass so viele ausländische Regierungen dort Vertretungen hatten und das Ganze überhaupt nicht, angeblich überhaupt nicht übersehen konnten, was oder überhaupt nicht sehen konnten, was da gerade passiert. Wir wissen ja auch, dass die USA 3 Jahre lang mit den Taliban in Katar und so weiter ja verhandelt haben und das auf Augenhöhe. Wir wissen auch, dass zum Beispiel das Doha-Abkommen nicht wirklich veröffentlicht wird, weil man nicht möchte, dass der Inhalt rauskommt. Also da war nicht nur Problem vom Innen, sondern auch vom Außen. Da gibt es sicherlich noch einige Aspekte, Korruption, Vetternwirtschaft,
und so weiter. Und der Abzug erfolgte ja auch nicht innerhalb weniger Tage, sondern stückweise, sodass zum Teil ja auch gar keine Ausrüstung mehr vorhanden war und so weiter. Aber nur nochmal, über diese Themen haben wir ja vor 2 Jahren auch schon ausführlich gesprochen, um auch nochmal zurück auf einige Fragen zu kommen, zum Thema Opiumanbau. Die aktuellen Zahlen zum Opiumanbau der UN sind vor einigen Tagen veröffentlicht worden. 2022 233.000 Hektar und 6.200 Tonnen Opium. Dazu 2023 nur noch 10.800 Hektar und 333 Tonnen Opium. Damit ist Afghanistan nicht mehr Weltmarktführer im Opiumschmuggel. Ist das ein Erfolg der Taliban? Und zweite Frage dazu. Laut UN-Bericht Einnahmen von 1,4 Milliarden Dollar. Was passiert mit diesen Einnahmen? Wer möchte auf diese Frage antworten? Also ich kann die Zahlen bestätigen, die habe ich auch gesehen. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass das Verbot der Taliban da gegriffen hat. Aber es wurde, und das ist der spannende Faktor, trotz der zurückgegangenen Anbauzahlen, wurde im vergangenen Jahr aus Lagerbeständen entsprechend weitergeliefert. Da muss man dann schauen, ob gegebenenfalls, wenn diese Lagerbestände abgebaut sind, es dann wieder zu erneuten Anbau kommt. Also ich meine, dass zu früheren Taliban-Zeiten gab es ja diesen Anbau auch. Also das jetzt als Erfolg der Taliban zu verkaufen, puh, schwierig. Herr Danke. Basti und ich sind uns einig, Gott sei Dank. Ach, das ist ja auch mal schön. Dann noch eine Frage zum Aufnahmeprogramm. Ortskräfte aus dem GEZ-Programm wurden im Vergleich zu anderen offenkundig schlechter behandelt. Aber auch insgesamt wurde über ein Jahr keine Antworten gegeben, nachdem versprochen wurde, die Ortskräfte zu retten. Was sind die Gründe und glauben wir, unserer Verantwortung nachgekommen zu sein? Ja, da ist wieder die Politik gefragt. Also Art 1 habe ich ja vorhin schon gesagt, dass wir aus dem Aufnahmeprogramm mehr als 2 Drittel abgearbeitet haben und die Abarbeitung auch weiter in Angriff genommen wird. Art 1, Art 2 haben wir mittlerweile bereits auch neue Ortskräfte eingestellt. Das ist Faktum. Da gab es eine Anfrage, die hier im Bundestag dann auch entsprechend beantwortet wurde. Gerade im EZ-Bereich gab es nicht diesen Umgang mit den Ortskräften, wie das zum Beispiel das BMVG gemacht hat. Also das Bundesministerium der Verteidigung hat seine Ortskräfte, als klar war, dass der Abzug kommt, in großen Teilen bereits vor dem Abzug, dem endgültigen, dann auch mit hinausgeführt. Und bei den EZ-Sachen ist es ja so, die laufen ja auch weiter. Ja, und man weiß ja dann nicht, wie dann mit den neuen Machthabern gearbeitet wird. Deswegen ist der Vorwurf, dass es in dem Bereich nicht so rund gelaufen ist, der ist richtig, aber den muss man auch damit in Verbindung bringen, wie im EZ-Bereich gearbeitet wird. Also Sie können einen Bundeswehr-Dolmetscher, wenn die Bundeswehr abzieht, da können Sie sagen, das ist eine Ortskraft, die hat jetzt 10, 15 Jahre für uns gearbeitet oder 20 Jahre. Die und seine Familie nehmen wir mit, was ja auch von Seiten der Bundeswehr so gehandhabt wurde. Dann ist das, kann man sagen, das BMVG hat hervorragend gearbeitet, aber das ist auch eine andere Grundlage, als es bei Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen der Fall ist. Auch keine befriedigende Antwort, aber es ist zumindest eine, die teilweise diesen Bereich näher beleuchtet und erklärt. Danke. Dann gab es noch 2 Fragen zu Lawyer Jirga. Ich habe gesehen, Frau Reser, Sie haben schon angefangen, da was einzugeben. Und zwar einmal die Frage: Sind die Mitglieder der Lawyer Jirga nicht die Repräsentationen der unterschiedlichen Bundesländer? Ist das richtig? Also Bundesländer, Provinzen würde man jetzt sagen, wahrscheinlich in Bezug auf Afghanistan, ist es korrekt? Die sind, ja, offiziell soll das so sein, aber die werden ja nicht in diesen Provinzen gewählt. Die werden von der
Zentralregierung oder von den Terrorgruppierungen, wenn es jetzt zum Beispiel an Leutjäger gehen würde, werden die auserwählt und eingeladen. Das heißt, ist es nicht so, dass dort vor Ort, also lokal irgendwie gewählt wird und die Repräsentanten und von diesen Provinzen dann sich versammeln in den Leutjäger. Somit lautet die Antwort eigentlich eher nein. Oder vielleicht jein, beziehungsweise Sie haben es gerade sehr gut die Nein. zweite Frage beantwortet. Also die Frage, ob Sie die Bundesländer oder die Provinzen repräsentieren, das vielleicht schon, aber dass es demokratisch ist, in unserem Sinne, das nein. Richtig? Repräsentieren heißt ja, dass man sich für die Interessen dieser Provinzen einsetzt. Das tun die ja nicht. Also von daher, die stammen schon, vielleicht aus diesen Provinzen, ja. Das ist halt auch kein demokratisches Land durch und durch. Also natürlich, wenn die Regionen bestimmen dann schon jemanden, den sie da hinschicken. Aber das läuft nicht so ab, dass dann da eine Volksbefragung stattfindet, sondern wie der Basi richtig gesagt hat, da werden dann halt Leute bestimmt und das mit Sicherheit nicht per demokratischer Urwahl, sondern man trifft sich dann halt. Deswegen habe ich ja vorhin auch, wenn man sich erinnert, gesagt, dann sind die halt wieder nach Hause gefahren und haben dann in ihren Regionen gesagt, wir kümmern uns hier vor Ort und was die da in Kabul machen, ist uns relativ egal. Das ist auch ein Punkt, warum das Projekt Demokratisches Afghanistan am Ende gescheitert ist, weil in Afghanistan sehr viele, Kabul ist Kabul und wir machen bei uns vor Ort das so, wie unsere Volksgruppe meint, das da machen zu müssen. Daran sind die Sowjets auch schon gescheitert, 79 bis 89, und daran sind auch jetzt der Westen gescheitert. Und deswegen, es ist Aufgabe der Afghanen, eine Lösung zu finden, weil die offensichtlich von außen niemand finden kann. Und wenn man Bücher zu Afghanistan liest, so von Reinhard Erez oder so, dann sieht man ja auch, dass das auch alles anders funktioniert dort hinten, als das so im westlichen Hirn der Fall ist. Dazu eine kleine Anekdote. Also der Daud Khan, der erste ja, sogenannte Präsident, als er den Leutjäger einberufen hat, auf diese Leutjäger haben die gesagt, okay, wir wählen den Vorsitz des Leutjäger selbst. Und da haben so einige oder einige mehrere haben sich da beschwert, dass sie nur Daud Khan akzeptieren würden und niemand anderen sonst. Das heißt, die wussten nicht mal, was da wirklich vorgeht. Vielen Dank. So, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Ich würde noch eine letzte Frage an Frau Reeser gern geben. Viele Afghanen im Exil tauschen sich aktuell über virtuelle Meetings aus. Reden ist gut als Demokratisierung des Landes. Wie ist Ihr Eindruck? Ja, stimmt, also, aber nicht nur reden, würde ich sagen, wir müssen was tun, ne? Also, nur beim Reden konnte man gar nichts tun. So in diesem Fall reden mit Macht, würde ich sagen. Und genau, also, reden mit Macht. So, vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir kommen zum Schluss. Wir haben jetzt hier noch einige etwas ausführlicher zu beantwortende Fragen, aber vielleicht gibt es zu anderer Gelegenheit ja nochmal die Möglichkeit, diese zu stellen. Es sei denn, jemand von Ihnen möchte jetzt hier noch im Chat schriftlich antworten. Ansonsten würde ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Podiumsteilnehmern bedanken. Und auch für die vielen interessierten Fragen, das ist ja auch nicht immer so. Schön, dass sich so viele Leute an einem Freitagabend die Zeit genommen haben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Wir vergessen Afghanistan nicht. Uns ist Afghanistan weiterhin wichtig. Und ja, also auch von politischer Seite aus wissen wir natürlich auch, dass es auch nicht reicht, darüber zu sprechen, sondern dass wir hier auch handeln müssen.
und die Dinge hier ganz genau im Blick behalten müssen. Also gerade wenn wir an solche Vorfälle wie den gestrigen in Köln denken, ein Taliban-Funktionär in einer Moschee in Deutschland, wie kann sowas sein? Da gibt es sicherlich noch einige Handlungsmöglichkeiten, auch wenn wir das Taliban-Regime sicherlich nicht stürzen werden, so einfach. Aber um die Menschen in Afghanistan zu unterstützen, da glaube ich, haben wir noch einige Möglichkeiten. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Teilnehmern des heutigen Abends und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen, Frau Kuhlmann, bei Friedrich-Naumann-Stiftung und wie heißt das? Freie Vielfalt? Achso, liberale Vielfalt. Liberale Vielfalt. Und bei allen, die das ermöglicht haben. Und bei den Teilnehmern, die sich Zeit genommen haben. Ja, von mir herzlichen Dank, Herr Abbasi, Frau Reza. War wunderbar heute Abend. Vielen Dank, Frau Kuhlmann, dass Sie die Moderation von uns dreien so wunderbar hinbekommen haben. Und Herr Musa, herzlichen Dank für die großartige Idee. Und es ist immer wieder gut, dass auch die Stiftung auch uns Politiker dabei hält, uns auch auf die Punkte zu fokussieren, die teilweise gerade nicht das Tagesgeschäft bestimmen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch und einen schönen Abend. Ja, auch von meinerseits nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie heute leider teilgenommen haben und nochmal diese Einblicke gebracht haben. Herr Lechner, Sie haben es ja auch gesagt, gerade in dieser Welt, wo wir jetzt gerade leben und die Aufmerksamkeit in Ukraine und auch in Gaza jetzt ist, ist es wichtig, dass wir den Afghanistan nicht vergessen. Und deswegen habe ich mich gefreut über diese Veranstaltung. Vielen Dank an Frau Kuhlmann auch für diese wunderbare Moderation. An Sie, Herr Lechte, an Herr Abbasi und Frau Reza, an die Friedrich-Naumann-Stiftung und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend.